Ich habe heute ein Video vom guten Proletopia gesehen und ich war ziemlich schockiert, was er dort argumentiert hat. Aber seht selbst, es geht um die Sperrung von oppositionellen Medien und Proletopias Meinung, nach welchen Regeln diese Sperrung erfolgen sollte. Anlass dessen ist das Verbot des Kompaktmagazins von Jürgen Elsässer, das von Nancy Faeser einfach so per Federstrich verboten wurde. Also sie hat einfach gesagt, wir nutzen ja das Vereinsrecht, verbieten dieses Magazin, denn das ist rechtsextrem und alles Mögliche. Aber wie valide das ist, ist dabei vollkommen egal. Das sage ich jetzt gleich zum Beginn. Alleine die Tatsache, dass das Innenministerium entscheiden kann, sich zur Behörde darüber erheben kann, was gesagt werden darf und was nicht, welche Medien gesperrt werden dürfen und welche nicht, das ist hier schon das ganze Problem. Also das ist ein wirklich einzigartiger Präzedenzfall, den wir in dieser Art und Weise nicht gesehen haben. Mit dieser Logik könnte jetzt Nancy Faeser über irgendeine Organisation, über irgendein Medium behaupten, ja, die sind rechtsextrem, wir verbieten die. Das Medium wäre verboten und die Vermögenswerte würden konfisziert werden. Das wäre die Logik, nach der in Zukunft jedes Medium in Deutschland dicht gemacht werden könnte, mit einer Begründung, wo Nancy Faeser Anklägerin und Richterin in einem wäre. Also das ist ja das Problem. Es geht um eine Einschränkung der Pressefreiheit. Das sei schon mal zu Beginn gesagt. Aber schauen wir mal, was der gute Proletopia dazu zu sagen hat. Ich denke, dass dieses Verbot von Kompakt okay ist. Ich denke, dass das in Ordnung ist. Ja, jetzt werden Leute wieder ausflippen und werden sagen, Erwin, wie kannst du nur? Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Bist du denn nicht für Meinungsfreiheit? Warum bist du so woke und bla 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 und was weiß ich, was man alles sagen wird? Nein, aber hier sieht man schon, Proletopia versteht überhaupt nicht, worum es geht. Also die Frage, ob es irgendwelche inhaltlichen Gründe dafür gäbe, Kompakt zu verbieten, die stellt sich noch überhaupt nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, sollte Nancy Faeser, sollte die Innenministerin über sowas entscheiden dürfen? Sollte die Innenministerin sagen dürfen, ja, der Verein ist rechtsextrem, also verbieten wir jetzt über den Umweg, oder was heißt der Verein? Also bei Kompakt, da ist es ja eine GmbH, die verboten wurde. Da ist es ja ein Unternehmen, dessen Vermögenswerte beschlagnahmt wurden. Also kann die Innenministerin am Morgen auch sagen, ja, Jacobin, die sind linksextrem, da ziehen wir jetzt das Vermögen ein. Die Nachdenkseiten, ja, die sind auch linksextrem, da ziehen wir jetzt das Vermögen ein. News, die Welt, Springer, rechtsextrem, die ziehen wir jetzt alle ein. Also, wollen wir in einem Land leben, wo die Innenministerin per Federstrich sowas entscheiden darf? Das ist die Frage, um die es geht. Und da sind wir noch gar nicht bei den Inhalten von Kompakt angekommen. Wie gesagt, die Debatte über die Inhalte, die braucht man gar nicht führen, sondern die Frage sollte einfach sein, sollte Nancy Faeser über sowas entscheiden dürfen oder nicht? Wie gesagt, auf der inhaltlichen Ebene brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Das heißt, wer jetzt kommt, aber Kompakt hat doch dies oder jenes geschrieben, spielt auf der Ebene keine Rolle. Ist nicht egal. Darüber können wir dann auch noch reden, inwieweit diese Begründungen stichhaltig sind. Ich würde da nach dem, was Nancy Faeser gesagt hat, in ihrem Statement erstmal vorsichtige Zweifel anmelden. Aber wie gesagt, auf der Ebene will ich hier gar nicht argumentieren. Ich will hier auf einer viel grundsätzlicheren Ebene argumentieren. Ich würde hier sagen, Nancy Faeser sollte über sowas gar nicht entscheiden. Das Innenministerium sollte nicht das Recht haben, Medien per Vereinsrecht einfach für illegal zu erklären und deren Vermögenswerte einzuziehen. Was ist meine Position in dieser Frage? Aber Realität ist, dieses Kompakt-Magazin hat eine politische Agenda verfolgt, die meiner Meinung nach nicht in Wirklichkeit zum, sagen wir mal, ehrlichen demokratischen Diskurs gehört. Von daher finde ich es okay, wenn diese Zeitschrift entfernt wird oder beziehungsweise wenn man ihr einfach sagt, aus, ja, genug von euch. Jetzt könnten wir fragen, was die Gründe dafür sind. Schauen wir, was die Welt dazu sagt, weil hier würde gesagt, Habeck in den Knast, wie seine Heizungsmafia uns enteignet. Und hier steht. Fällt unter die Meinungsfreiheit. Also, wie gesagt, Erwin wird da jetzt auch nicht tiefergehend auf die Vorwürfe des Innenministeriums eingehen. Das will ich auch gar nicht. Aber alleine die Tatsache, dass das Innenministerium sich anmaßt, zu entscheiden, welche Zeitungen erscheinen dürfen und welche nicht, alleine das ist das Problem. Also alleine, dass der Innen, also das war vorher nicht so. Das Innenministerium konnte vorher nicht sagen, so, wir machen jetzt mal diese Zeitung zu. Als das mal ein deutscher Minister versucht hat, nämlich Franz Josef Strauß beim Spiegel,
Und damals ging es um Spionagevorwürfe, die auch nicht ganz haltbar waren. Wie gesagt, Spiegelaffäre könnt ihr euch zu schlau lesen, wenn ihr das wollt. Aber auch da gab es einen riesen Aufschrei. Und dieser Aufschrei, der ist bei Kompakt jetzt ausgeblieben. Und das liegt unter anderem daran, dass viele Leute, so wie ich glaube, wie eben auch Proletopia hier, nicht erkannt zu haben scheinen, worum es hier geht. Hier geht es nicht darum, was Kompakt gemacht hat. Hier geht es um die Pressefreiheit. Hier geht es darum, ob die Innenministerin das Recht haben sollte, Medien zu sperren oder nicht. Das ist erstmal das ganz Grundsätzliche. Aber die Dinge, die hier kommen werden, die fallen alle unter die Meinungsfreiheit. Also Habeck in den Knast ist ja erstmal eine legitime Forderung, sollte er was Strafbares gemacht haben. Und ja, du kannst ja, wenn du da Argumente für hast, das erstmal behaupten. Also das ist ja nicht. Und wenn es falsch sein sollte, was behauptet hast, dann fällt das unter den Straftatbestand der Verleumdung. Dann erfüllt das aber noch keinen, dann fällt es halt nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Da könnte sich ja Habeck gegen wehren. Das ist ja jetzt nichts, wie gesagt, nichts, was irgendwie ein Verbot rechtfertigen würde. Also nach der Logik dürftest du ja nie wieder fordern, dass irgendein Politiker für Verbrechen, die er begangen hat, in den Knast gehört. Aufruf zum Regimesturz. Kompaktmagazin verboten. Also wenn das Magazin tatsächlich zum Regime... Naja, was heißt Regime? Regime ist ein anderes Wort für Regierung. Ist ein bisschen negativer konnotiert als Regierung, meint eher autoritäre Regierungen, aber man kann es neutral mit Regierung übersetzen. Und Sturz, ja, was heißt das? Die Regierung stürzt. Wie kann eine Regierung stürzen? Sie kann sicherlich undemokratisch stürzen, sie kann aber auch demokratisch abgewählt werden. Das heißt, die jetzt mal freundliche Interpretation dieser Aussage fällt vollkommen unter die Meinungsfreiheit und man muss immer die gutmeinendste Interpretation nehmen, wenn man schauen will, ob etwas unter die Meinungsfreiheit fällt. Das ist also offensichtlich kein Aufruf zu Straftaten, sondern es fällt offensichtlich unter die Meinungsfreiheit. Und das meine ich ja mit den Dingen, die hier kommen, die sind nicht sonderlich überzeugend. Aber auf diese Ebene brauchen wir erst gar nicht gehen. Regimesturz aufgerufen hat, tja, ne? Schauen wir mal. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hat das Kompaktmagazin und die dazugehörige Videoproduktionsfirma Konspekt Film GmbH verboten. Der Verfassungsschutz hatte das Blatt als gesichert rechtsextrem eingestuft. Am Morgen kam es in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu Hausdurchsuchungen wegen Ermittlungen nach Verstößen gegen das Vereinsgesetz. Kompakt gilt als wichtigstes Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Der Roller schreibt gerade, ich würde gerne Scheuer und Dobrindt im Knast sehen. Bin ich jetzt Staatsfeind? Nach der Logik wärst du Staatsfeind. Zuletzt hatten Mitarbeiter des Blattes sogar vom Sturz der Regierung gesprochen und dazu aufgerufen. Ich würde übrigens gerne die Leute, die Deutschland in Angriffskriege geführt haben, Schröder und Fischer vor allem, vor dem Kriegsverbrechertribunal sehen. Ja. Er verstößt gegen unsere Verfassung, Führen von Angriffskriegen. Also gäbe es auf jeden Fall Gründe für. Also wenn man es so betrachtet, dann verstehe ich das Verbot. Weil wie gesagt, wenn du zum Sturz der Regierung aufrufst, von rechtsextremer Seite her, dann, ja, was erwartest du, außer dass dich eine Demokratie verbietet? Was hättest du gerne? Also so. Zum Sturz der Regierung. Wie kann eine Regierung stürzen? Indem man sie abwählt, indem sich im Bundestag eine andere Mehrheit bildet und eine neue Regierung wählt. So kann eine Regierung stürzen. Ich weiß nicht, wie Erwin das nicht sehen kann, wenn er sich diese Formulierung anschaut. Dass er da sofort nur verfassungsfeindliche Optionen sieht, wie man das interpretieren kann und die naheliegendste eben im Rahmen der Verfassung seiende Option nicht. Aber wie gesagt, auf der Ebene brauchen wir uns noch gar nicht bewegen. Bevor all diese Vorwürfe kommen, ist die grundsätzliche Frage, sollte Faeser darüber entscheiden? Und diese Frage stellt Erwin hier an keiner Stelle. So, was würdest du machen an der Stelle der Demokratie? Würdest du nichts anderes machen, oder? Und ich muss sagen, Kompaktmagazin empfinde ich als reine Hetze. Ich hab nicht das Gefühl, dass diese Leute jemals... Es gibt kein Gesetz, was Hetze verbietet. Es gibt einen Paragrafen der Volksverhetzung. Ja, der ist ein Gummiparagraf, ist schon problematisch genug, dass es den überhaupt in der Form gibt. Aber Hetze? Also wurde Kompakt deswegen irgendwie verurteilt, dass es Volksverhetzung begangen hätte? Wie gesagt, gibt es da irgendwas? Nee, die Innenministerin hat einfach gesagt, das ist menschenfeindliche Hetze, das ist rechtsextrem, das ist antisemitisch, das ist antimuslimisch und was da noch so für Vorwürfe kam, aber mehr kam da nicht. Also im öffentlichen Statement, wie gesagt, da wird man sicherlich noch genaueres zu veröffentlichen, was man sich dann anschauen kann. Aber wie gesagt, da braucht man inhaltlich gar nicht drauf eingehen. Allein schon diese Entscheidung von Nancy Faeser ist das Problem. Allein schon die Tatsache, dass Nancy Faeser solche Entscheidungen fällen kann, ist das Problem.
irgendetwas hervorgebracht haben, wo man sagen könnte, das ist gute journalistische Arbeit und das ist ein wertvoller Beitrag zu unserer Gesellschaft. Jedes Mal, wenn ich was von Ihnen gesehen habe, ich habe nicht alles. Ja, und genau das ist das Problem. Es gibt keine Pflicht für Journalisten, wertvolle Arbeit zu liefern oder etwas Gutes zur Gesellschaft beizutragen oder journalistische Standards zu erfüllen. Das hat alles keine Rolle. Erstmal, Medien und Presse sind keiner Zensur unterworfen. Die Meinungs- und Pressefreiheit, die in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert ist, die gilt unabhängig von solchen waschweichen Kriterien, wie auch immer man die dann definieren soll. Also wenn man sowas definieren würde, dann wäre das ein unfassbar starkes Mittel des Staates, um in die Pressefreiheit einzugreifen. Also in Russland hat man so ein Gesetz gegen Desinformation. Was ist Desinformation? Regierungskritik. Und genau deswegen sind deswegen dürfen Medien auch Unwahrheiten verbreiten. Es ist nicht verboten zu lügen. Es ist nicht verboten, falsche Informationen zu verbreiten. Und eine Demokratie kann so etwas auch nicht verbieten, weil es keinen alleinigen Inhaber der Wahrheit gibt. So etwas geht gar nicht. Also du kannst nicht einerseits Pressefreiheit haben und dann Gesetz gegen Desinformation. Das schließt sich aus. Gesehen, aber alles, was ich gesehen habe, kann ich euch sagen, ist unterste Schublade und gehört eigentlich nicht daher, finde ich. Jetzt können wir hier überlegen, weil es wurde ja vorher gesagt, ja, dann kann man auch die Bild verbieten. Ich wäre dafür. Ich wäre dafür, jedem die Lizenz. Ist auch ironisch, dass Polytopia das an der Stelle nicht auffällt. Wurde er nicht von Twitch wegen Missinformationen demonetarisiert? Also er selber ist in solchen willkürlichen Wahrheitskriterien geworden, die letztlich nur darauf hinauslaufen, halte ich an die Narrative der offiziellen Propaganda. Wenn du davon abweichst, dann sind das Missinformationen oder Desinformationen oder was auch immer. Also seltsam, dass ihm das irgendwie nicht auffällt. Dass eine staatliche Behörde Desinformationen oder journalistische Standards, wie gesagt, vollkommene Gummibegriffe, dann immer so auslegt, wie es ihr selbst am besten, wie es ihr selbst am besten passt. Lizenz zu entziehen, Medien AfD zu machen. AfD-Fanboys am Weinen. Aber wie Compact gegen BSW und Wagenknecht gehetzt hat, haben sie die Klappe gehalten. Ja, ja. Ja, jetzt heulen die halt herum. Ne? Brotjan schreibt es gerade im Chat. Also der hat hier schon relativ gut, der hat das relativ gut erfasst. Wieso müssen wir bewerten, ob dieses Drecksmagazin gute Werte verbreitet? Es geht um die Sache. Ja, es geht nicht darum, ob Compact inhaltlich zustimmenswerte Positionen hat. Es geht nicht mal darum, ob es verfassungsfeindliche Positionen hat, sondern es geht erst einmal darum, ob Faeser so etwas überhaupt entscheiden sollen darf. Und dann auf welcher Grundlage? Und die Grundlage, die Erwin hier nennt, ist maximal schwammig. Die öffnet wirklich alle Scheunentore dafür, dass die Regierung alles, was irgendwie Regierungskritik wäre, sperren könnte. Das ist ganz normal, dass die hier herumheulen. Aber er hat sich auf dieses Spiel angelassen, dass er die Regierung anpissen will. Jetzt pisst sie zurück. So, ich würde sagen, dass das halt... über was beschwert man sich? Man ist einfach hingegangen und hat einfach gesagt, hey, scheiß Regierung, scheiß dies, scheiß das, scheiß Staat, scheiß was weiß ich, was alles gesagt wurde. Und dann kommt und wird zurückgeschlagen. Das ist das Gleiche, was ich auch gesagt habe bei diesen Pseudokommunisten, wo die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden und dann herumgeheult haben. Was heulst du herum? Du bist doch Verfassungsfeind. Was hast du erwartet, was der Verfassungsschutz machen wird? Was hast du erwartet, was der Staat machen wird? Und dann, wenn sie ihnen irgendwie die Kanäle abdrehen, werden sie da sitzen und werden sagen, ach, schau dir an, sie haben uns den Kanal abgedreht. Ja, was hast du gedacht, was passieren wird? Dass du dich einfach da draußen hinstellst und dass du einfach sagst, diese Demokratie muss weg und bla 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 und was nicht immer. Und dass man dann einfach... Ja, auch Verfassungsfeinde haben ein Recht auf Meinungsfreiheit. Also es reicht, um Parteien zu verbieten, um jetzt mal auf der wesentlich größeren Ebene zu kommen. Reicht es übrigens nicht, dass die verfassungsfeindlich sind. Sie müssen eine aggressiv kämpferische Haltung gegenüber unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung einnehmen und keine verfassungsfeindliche. Und wenn ein Privatmann bei sich sagt, ja, ich lehne die Verfassung ab, ich fände es ohne bürgerlichen Staat besser, ob er jetzt ein Libertärer oder ein Kommunist ist oder ein Anarchist oder was auch immer. Also nach der Logik dürfte man auch dem guten Morph seinen Kanal zumachen oder jedem Libertären, den ihr schaut oder jedem anderen Kommunisten. Oder oder spinnen wir das mal weiter. Wenn die Regierung sagt, so, wir sperren jeden Kanal, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt, was zählt denn zu dieser freiheitlichen Grundordnung? Ist der Kapitalismus Teil dieser freiheitlichen Grundordnung? Denn wenn der Kapitalismus Teil dessen wäre, wie gesagt, freies Unternehmertum, freie Gewerbefreiheit, also dann fiel Proletopia auch darunter.
Also merkt Erwin hier nicht, dass er gerade die Begründung für seine eigene eventuelle Sperrung hier liefert? Also ich selbst muss mir über all das keine Sorgen machen, da ich in keinster Weise irgendwelche verfassungsfeindlichen Positionen habe. Aber ich bin so, dass irgendjemand sinnvoll begründen könnte, ich hätte die, darüber muss ich mir keine Sorgen machen. Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Institutionen, die darüber entscheiden, was da verfassungsfeindlich sein soll, dass die da einen sehr breiten Spielraum darunter haben. Und dass die das dann schon so drehen werden, dass jede Position, die ihnen widerspricht, im Zweifelsfall verfassungsfeindlich ist. Mein Faeser hat bei der Beobachtung des Verfassungsschutzes das Kriterium Delegitimierung des Staates eingeführt. Was ist denn Delegitimierung des Staates? Es erinnert an Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen oder wie das in der DDR auch immer hieß. Also Delegitimierung des Staates ist dann, du hast den großen Vorsitzenden kritisiert. Und du hast gesagt, Nancy Faesers Politik gefällt dir nicht. Das ist Delegitimierung des Staates, Regierungskritik, was in der Demokratie erlaubt sein sollte. So, letztlich sind wir nicht die, die darüber entscheiden, was verfassungsfeindlich ist. Letztlich sind wir nicht diejenigen, die entscheiden, was überwacht wird, was gesperrt wird. Sondern die Institutionen, die das entscheiden, die befinden sich nicht unter ihrer Kontrolle, sondern die entscheiden das für sich. Und wenn die das mit Kompakt machen können, können die das mit uns auch machen. Also mit Erwin jetzt nicht, er sitzt in Österreich, kann hier schön über Deutschland reden, ohne dass das Konsequenzen für ihn hätte. Aber ja, wir, die wir hier in Deutschland sind, also wir müssen dann Angst haben, wenn hier die Innenministerin plötzlich per Federstrich sagen kann, so, der Kanal ist verfassungswidrig. Was ist, wenn Faeser sagt, so, dieser Agitator der sozialen Marktwirtschaft, unwahrscheinlich, ich bin relativ klein, aber so, der hat da die Wirtschaftspolitik vor einem sehr, sehr guten Hinweis kritisiert. Das ist Delegitimierung des Staates, verfassungsfeindlich, weg mit dem. Wenn die Innenministerin das entscheiden könnte, gäbe es nichts, was man dagegen machen könnte. Agitatio schreibt gerade, ich habe seit langem gesagt, Meinungsfreiheit gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr. Na, sie ist zumindest eingeschränkt. Also es ist wahrscheinlich immer noch besser als in, okay, welche Länder in Europa, wo es eingeschränkt wird, gibt es noch, als in der Türkei oder in der Ukraine. Aber ja, es wird täglich schlechter. Dass der Gesetzgeber da sitzt und einfach zuschaut und sagt, oh, ja, der spielt ja nur. Was hast du gedacht, was wird passieren? Ja, und du hast einen Kampf gekämpft, hast gestochert, hast einfach draufgetreten, hast einfach gepusht und es wurde zurückgeschlagen. Ich weiß nicht, über was du dich beschwerst. Was ist jetzt sozusagen der Vorwurf? Oder was? Danke an Seppi für das Abonnement. Ja, der Vorwurf ist der Staat dir die Grundrechte nicht gewährt, dessen Schutz, deren Schutz er sich eigentlich verschrieben hat. Das ist der Vorwurf, das ist die Kritik. Der Staat schützt eben die Grundrechte nicht, die er zu schützen vorgegeben hat. Und auch Verfassungsfeinde haben alle Grundrechte. So, dass du verfassungsfeindliche Positionen vertrittst, selbst wenn du sie vertrittst, wie gesagt, wir reden hier noch über keinen konkreten Fall. Selbst wenn du sie vertrittst, so ganz grundsätzlich, heißt das nicht, dass du irgendein Grundrecht nicht hättest. Heißt das nicht, dass die Pressefreiheit bzw. die Meinungsfreiheit nicht für dich gelten würde? Du musst, also wenn deine Grundrechte eingeschränkt werden, dann muss das jedes Mal in einer verhältnismäßigen Art und Weise geschehen. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, hier eine Partei, die verfassungsfeindlich ist, morgen früh davor stünde, hier die Macht zu ergreifen, dann könnte man darüber diskutieren, über ein Verbotsverfahren. Aber solange sie keine aggressiv-kämpferische Haltung hat, wird das schwierig. Also rein verfassungsfeindliche Haltung reicht nicht aus. Und bei privaten Medien, da ist die Schwelle noch viel höher. Also es reicht nicht, dass irgendein Medium verfassungsfeindliche Inhalte verbreitet. Das 99 zu 1 hier gegen unsere Verfassung agitiert, das ist vollkommen legal. Es gibt niemanden, der das verbieten würde. Das dürfen die. Und wenn die Innenministerin plötzlich per Federstrich sagen könnte, so, ihr seid verboten, ihr seid verboten, ihr seid verboten, ja, wo zieht man dann die Grenze? Wir ziehen diese Grenze nicht. Diese Grenze zieht dann Nancy Faeser. Und wir können uns dann sicher, also, ja, wie nicht, er ist in Österreich, aber wir hier in Deutschland können uns dann ziemlich sicher sein, auf der nicht so schönen Seite dieser Grenze wieder aufzuwachen. Sprich mit dem SEK vor der Haustür eines Morgens. Hast du erwartet oder was? Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt können wir uns natürlich fragen an der Stelle, ist das gerechtfertigt oder nicht? Ja, aber wie gesagt, ich würde die Bild verbieten. Wie gesagt, völlig. Dazu kommen wir gerade nochmal. Das ist vollkommen die falsche Frage. Ist das gerechtfertigt? Ich habe gestern auch bei Salami kurz im Stream gesehen,
dass er gesagt hat, ja, man muss sich ja die Begründung anschauen. Nein. Alleine die Tatsache, dass Nancy Faeser sich anmaßt, zu entscheiden, welche Medien legal sind oder nicht, ist hier das Problem. Das ist völlig egal, was für konkrete Vorwürfe da kommen. Vollkommen egal. Ich würde alle diese Blätter, die ich als Propagandaschleudern empfinde, würde ich alle verbieten, Alter. Es ist mir wurscht, ob du links bist oder rechts bist oder irgendwas, wenn du ein Journalist bist und du nicht dich der Tagesschau, würde ich auch abdrehen. Ja? Wenn du nicht journalistischen Standards verpflichtet bist, sondern anfängst, eine Propagandaseite zu kriegen und zu hetzen oder Leute negativ zu beeinflussen, Hirn zu waschen und ähnliches, hast du keine Berechtigung, journalistisch tätig zu sein, aus meiner Sicht. Und das hat nichts damit zu tun, wen du kritisierst, sondern nur damit, ob du eh schön alle kritisierst und ob du ehrlich bist. Da sind die alle weg, ja, das wäre genial. Wenn du mich fragst. Ja, genau. Es gibt keine Verpflichtung, alle zu kritisieren. Es gibt keine Verpflichtung, die Wahrheit zu berichten. Also das ist ja auch ein irres Kriterium. Alle kritisieren. Was heißt alle kritisieren? Also du sagst dann, ja, mir gefällt die Nase vom Höcke nicht. Aber Habeck, Faeser, alles Schwerkriminelle, die müssen ins Gefängnis. Ist das dann alle kritisieren? Man hast ja auch was gegen Höcke gesagt. Oder auf der anderen Seite. Du sagst, ja, der Habeck, der, also die Baerbock, die hat zu wenig Geld für einen Friseur ausgegeben, die hatte da ein Haar schief liegen. Und auf der anderen Seite, AfD, Verfassungsfeinde, wir sollten die Partei verbieten. Hast du dann alle kritisiert? Wie gesagt, ihr merkt, an diesen Extrembeispielen, es ist ein vollkommen schwachsinniges Kriterium, dass der Regierung, wie gesagt, Erwin sitzt nicht in der Regierung, die Möglichkeit zu wirklich jeder noch so willkürlichen Zensur bietet. Also, ich weiß nicht, wie Proletopia darauf kommt. Ich weiß nicht, ob er nicht darüber nachdenkt, wenn er das sagt oder ob er das wirklich so sieht. Ich hatte auch eine Diskussion mit ihm in den Kommentaren, die ich euch jetzt mal zeigen werde, wo ich ihm versucht habe zu erklären, das grundsätzliche Problem zu erzählen. Obwohl, wartet kurz. Hauptsache, die ist nicht in den neueste Bereich verschwunden. Okay, wir gucken mal unter neueste. Also, Erwin schien nämlich, wie gesagt, das Problem, dass Faeser nicht darüber entscheiden sollte, was gesperrt werden soll und was nicht. Das schien er irgendwie nicht verstanden zu haben. Also ich hoffe wirklich, dass das Problem war. Wartet kurz, ich finde meinen Kommentar. Aber ich wiederhole mich hier zum 20. Mal. Ich rede mir den Mund fusselig. Ich merke das schon, deswegen beenden wir die Reaktion auch gleich. Es geht darum, dass Nancy Faeser nicht darüber entscheiden sollen dürfte, was in Deutschland legal ist und was nicht. Das ist der ganze Punkt. Das ist alles, worum es hier geht. So, da haben wir es. Ich schiebe mich mal zur Seite, damit ihr das auch mitlesen könnt. So. So. Ich hatte dann mit dem guten Erwin nämlich noch eine Diskussion. Ich habe geschrieben, ich bin echt schockiert von diesem Video. Ich bin echt schockiert. Okay, war das die Autokorrektur? Ach, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen schnell geschrieben. Da verbietet Faeser ein oppositionelles Medium, ohne dass eine konkrete Straftat vorliegen würde und du jubelst. Die Begründung ist maximal los. Es gibt keine Verpflichtung, sich an journalistische Standards, was auch immer das sein soll, zu halten. Es gibt auch keine Verpflichtung, alle zu kritisieren. Solche Vorgaben, wie du sie forderst, wären absolut totalitär und würden in der Realität zur Sperrung jeder kritischen Berichterstattung führen, wie ich es gerade schon ausgeführt habe. Das ist die Eröffnung vollkommener Willkür, was Erwin hier fordert. Wie gesagt, ich werfe mir jetzt nicht vor, dass er es bewusst macht, aber mir scheint das irgendwie nicht klar zu sein, was für Folgen seine Forderungen in der Realität dann hätten. Und jetzt geht er hier wieder auf Rechtsextreme ein. Völlig egal. Wie gesagt, es ist völlig egal, wo kompakt politisch einzuordnen wäre. Da, ihr habt es auch gemerkt, dazu habe ich mich in dem Video hier auch gar nicht geäußert, weil es keine Rolle spielt. Es ist vollkommen egal. Die könnten auch fordern, dass Deutschland ein Kalifat wird. Die Sachlage wäre die gleiche. Die könnten sonst was fördern. Die könnten fordern, dass wir hier Marxismus bekommen. Die Sachlage wäre die gleiche. Nancy Faeser sollte nicht entscheiden, welche Medien erscheinen und welche nicht. Das ist der ganze Punkt. Dann habe ich halt geschrieben, dass er das Problem nicht versteht, wie ich es euch gerade schon beschrieben habe. Dann hat er geantwortet, also Rechtsextreme machen lassen, weil vielleicht haben wir Linken auch mal ein Medium oder was. Mir scheint, du verstehst die Gefahr nicht, die hier aufzieht. Doch, ich verstehe die Gefahr. Die Gefahr, dass Faeser halt bestimmen kann, was berichtet werden darf und was nicht.
Also, das ist doch nicht schwierig zu verstehen. Also, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, Medien zu zensieren, aber da muss halt jedes einzelne Zensur von jeder einzelnen Ausgabe gut begründet sein. Also es wurden ja auch in der Vergangenheit schon rechtsextreme Publikationen verboten, aber es ist nicht so, dass dann eine ganze Zeitschrift auf einmal verboten wurde und dann nie wieder erscheinen durfte, sondern es ist so, dass jede einzelne Auflage einer rechtsextremen Zeitschrift, beispielsweise lokale NPD-Publikationen, was da schon ziemlich häufig passiert. Dann wurde bei jeder einzelnen Ausgabe einzeln begründet, warum wird das jetzt zensiert, was verstößt dagegen die Verfassung. Das war in Deutschland möglich. Aber pauschal zu sagen, so dieses Medium, das wird jetzt mal komplett verboten und alle Vermögenswerte werden beschlagnahmt per Federstrich vom Innenministerium, das war nicht möglich und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Präzedenzfall. Es war gut, dass das nicht möglich war. Wie gesagt, unsere Gesetze haben Möglichkeiten, so die Verbreitung dessen einzuschränken, aber die Art und Weise, wie FESA hier diese Kompetenzen ausweitet, die ist problematisch. Es gibt ja auch Möglichkeit, Parteien zu verbieten, rechtsextreme Parteien zu verbieten, wenn es die dann mal geben sollte. Man ja bei der NPD auch schon zweimal versucht. Bei der Sozialistischen Reichspartei erfolgreich gemacht. Also die Möglichkeiten gibt es doch. Es ist ja nicht so, als wäre unsere Demokratie vollkommen wehrlos, was das betrifft. Die Möglichkeiten gibt es, aber das Problem ist, wie Nancy Faeser hier ihre Befugnisse ausweitet. Also man kann sich nur wiederholen. Ich habe dann nochmal geschrieben, ja, es geht hier um Nancy Faeser und Proletopia dann. Dieser Fokus auf Nancy Faeser ist infantil. Daran sollte man sich nicht beteiligen, als hätte sie das einfach entschieden. Das ist lächerlich, das anzunehmen. Ja, das ist das ganze Problem. So, wenn du es mir nicht glaubst, hier zum Schluss nochmal auf Cicero, der Verfassungsrechtler, Gott, wie hieß denn der gute Mann? Volker Böhme-Nessler, der wurde heute in der BSW-Community schon rumgereicht. Der tritt immer bei Welt auf, oder jetzt in Cicero, wie es hier aussieht, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Der sagt, das Grundgesetz schützt auch extreme Meinungen. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Verfassungsrechtlich ist es daher unmöglich, eine Zeitschrift wie Kompakt zu verbieten. Also nutzt Nancy Faeser einen Trick. Sie hebelt die Pressefreiheit durch das Vereinsgesetz aus. Juristisch ist das völlig unzulässig. Das sagt jemand, der sich mit Jura zumindest mal gut auskennt. Der, warte, was ist er denn gerade? Ihr merkt, ich mache den Stream hier total spontan. Ich habe das hier alles spontan ausgesucht. Er ist Professor für öffentliches Recht, Medienrecht und Telekommunikationsrecht. Und davor war er Rechtsanwalt. Ja, deswegen, das ist ein Juraprofessor. Also das ist jetzt, soll jetzt hier nicht so daherkommen, hier guck mal ein Autoritätsargument, sondern das ist wirklich, das sind hier die Basics. Worauf wir uns als Demokraten wirklich alle verständigen sollten. Die Innenministerin sollte nicht per Federstrich sagen können, das Medium ist legal, das Medium ist illegal. Das sollte nicht möglich sein. Wenn in einer Kompaktausgabe irgendwelche Straftaten begangen wurden, Aufruf zu Straftaten, Verleumdung, also wenn da jetzt steht, Leute bunkert Sprengstoff oder Leute schließt euch da und da zusammen, wir wollen hier Nancy Faeser irgendwie überfallen und als Geisel nehmen, keine Ahnung, irgendwelche illegalen Sachen halt. Dann könnte man diese Ausgabe tatsächlich laut geltenden Gesetzen verbieten. Das wäre möglich. Dafür braucht man aber kein Verbot des gesamten Mediums. Ihr merkt es, das hat mich jetzt schockiert, was ich da bei Proletopia gesehen habe. Und es geht halt das ganze Video noch so weiter. Da sagt er noch ein paar andere krasse Sachen, die alle in diese Richtung von extremer Einführung der Einschränkung der Meinungsfreiheit geht. Also das hier waren jetzt... Also ich glaube, am Anfang hatte das durchaus die höchste Frequenz, deswegen ist es gut, dass wir darauf reagiert haben. Aber es ist wirklich unglaublich. Ich hoffe auch, dass Proletopia das versteht. Ich kann mich nochmal wiederholen. Es geht darum, dass die Innenministerin hier sich anmaßt zu entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht, welches Medium erscheinen darf und welches nicht. Was ist in unserer Verfassung nicht vorgesehen? Das ist ein juristischer Trick. Das ist, wie gesagt, sie könnte morgen früh sagen, die junge Welt ist verboten und wenn die junge Welt verboten ist, machen wir uns doch auch an andere russische Propagandamedien dran, beispielsweise die Nachdenkseiten. Und Mensch, da gibt es doch noch ein paar andere Kanäle, diesen Agitator der sozialen Marktwirtschaft beispielsweise. Oder, okay, Proletopia, hast Glück, du kommst aus Österreich. Oder Marlons Meinung, oder der ist auch verdächtig. Was ist, wenn wir den morgen zumachen? Also, das kann jederzeit passieren, wenn das Verfahren so abläuft, wie es hier abgelaufen ist. Das ist das ganze Problem.
Wie gesagt, da reden wir noch gar nicht über die inhaltliche Begründung. Die werde ich mir, glaube ich, auch mal angucken und vielleicht mache ich dann da noch was zu. Wie gesagt, muss ich gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Das ist ja auch etwas aufwendiger, sich das genauer anzugucken. Aber ich befürchte auch, dass Nancys Zensurbeamten da nicht sonderlich viel Mühe geben werden, wenn sie hier schon rechtswidrig ein Medium sperren. Beziehungsweise sollte das Ganze nicht rechtswidrig sein, dann ist das sehr, sehr gefährlich, dass Nancy Faeser diese, also sollte das Ganze, also sollte unser Juraprofessor hier Volker Böhme, Nessler Unrecht haben und das tatsächlich rechtens sein, dann wäre das sehr, sehr problematisch und dann sollte man dieses Recht Nancy Faeser sofort wieder wegnehmen. Die Innenministerin sollte nicht das Recht haben, hier Medien zu zensieren, einfach verbieten zu lassen. Das sollte nicht möglich sein, sollte das rechtens sein. Ich, wie gesagt, hab da so meine Zweifel, dass das überhaupt rechtens ist. Ja, was ich da von Juristen gehört habe, unter anderem von dem Mann hier, der ist ja auch bei Welt aufgetreten, das zeigt schon eher sehr in die Richtung, dass das hier eben nicht rechtens ist. Ja, das ist viel mehr will ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also Bijan hat dazu noch was getweetet. Okay, das gucken wir uns gleich zum Abschluss noch an. Bijan Tavasoli hat was getweetet, wurde mir gerade gesagt. Dazu schauen wir gleich zum Abschluss auch noch mal. Bijan, übrigens auch kein böser Rechter für alle, die das hier jetzt noch sehen. Ich nehme das auch noch mit in die YouTube-Aufnahme rein. Ach, so eine mutige Frau. Hätte was von Kubicki retweetet, wurde hier geschrieben. Wo hat er das denn retweetet? Okay, nee. Ja. So, ja, schade, ich finde es leider nicht mehr. Ist ja auch egal. In dem Sinne zum Abschluss, oder ich bin gerade zu blöd, es zu sehen. Ja, oder? Ist es das hier? Nee, ist es, glaube ich, nicht. Verdammt. Jetzt habe ich zu viel übersprungen. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Zum Abschluss nochmal der Hinweis: Abonniert mich bitte auf Twitch. Abonniert, nicht auf Twitch. Abonniert mich bitte auf Odyssey. Abonniert mich bitte auf Rumble. Die Links zu Odyssey und Rumble findet ihr in der Videobeschreibung und auch in der Kanalbeschreibung hier auf YouTube. Ich blende das jetzt nicht nochmal ein. Das wäre jetzt echt zu viel. Wie gesagt, das ist ein relativ spontanes Video nach einer Diskussion hier in dem Stream, aber ich musste das einfach mal loswerden, weil ich das vorhin bei Proletopia echt deutlich drüber fand, was er da zur Meinungsfreiheit gesagt hat.